Und daran siehst du den Unterschied zwischen und oder. Und müssen beide zutreffen oder eines oder beide. Wenn ich jetzt hier eine 1 eingebe, sind beide wahr. Wenn ich jetzt hier eine 0 eingebe, ist und falsch und oder wahr. Und wenn ich hier auch eine 0 reingebe, sind beide falsch. Ja, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen länger an. Servus zu der Reihe Excel für Schüler. Heute mit den logischen Funktionen und oder. Die beiden logischen Funktionen und oder geben mir in Excel die Möglichkeit, mehrere Werte zu prüfen und abhängig davon wahr oder falsch auszugeben. Das Ergebnis daraus kann ich in Wenn-Funktionen einbauen. Beides ist oben in jeweils einem extra Video verlinkt. Der Unterschied zwischen und oder ist, dass bei und beide Werte zutreffen müssen, bei oder einer oder beide. Praktisch sehen wir das an diesem Beispiel. Stellen wir uns mal vor, wir haben hier drüben zwei Werte, die wir eingeben. Und unsere beiden Funktionen haben immer die Voraussetzung, Wert ist gleich 1. Bei und schreibe ich ist gleich und, Klammer auf. Dann klicke ich auf die Zelle, schreibe ist gleich und jetzt kann ich einfach 1 schreiben. Mache einen Strichpunkt, um zum zweiten Wahrheitswert zu kommen. Du kannst es auch mit mehr als 2 machen, ne? Und schreibe hier wieder ist gleich 1. So. Jetzt sagt der hier falsch. Wenn ich jetzt hier 1 reindrücke, sagt er wahr. Oder geht fast genauso. Ich schreibe ist gleich oder, Klammer auf, ist gleich 1, Strichpunkt, ist gleich 1. Sagt er wahr. Und daran siehst du den Unterschied zwischen und oder. Und müssen beide zutreffen oder eines oder beide. Wenn ich jetzt hier eine 1 eingebe, sind beide wahr. Wenn ich jetzt hier eine 0 eingebe, ist und falsch und oder wahr. Und wenn ich hier auch eine 0 reingebe, sind beide falsch. Das ist der Unterschied zwischen und oder. Wichtig, weil ich das manchmal sehe, wenn du einen Text auslesen wollen würdest, würdest du den hier in Gänsefüßchen schreiben. Schauen wir uns das doch jetzt mal praktisch an. Unsere Situation für diese erste Übung ist, Schule hat eine Schülerzeitung rausgebracht. Die besonders Fleißigen werden zum Essen eingeladen und dürfen dafür die letzten 2 Stunden vom Unterricht weggehen. Wir sitzen jetzt im Sekretariat und müssen das prüfen. So. Als besonders fleißig gilt ein Schüler, wenn er mehr als 15 Stunden gearbeitet hat oder mehr als 40 Zeilen verfasst. Ja, markier dir das oder wirklich. Und das Zweite, was ich immer noch ganz wichtig finde, ist, markier dir dieses mehr als. Weil du ziemlich sicher gehen kannst, also wenn du mich hast auf jeden Fall, sonst auch, dass irgendwo diese Prüfwerte vorkommen. Mehr als heißt größer als und nicht größer gleich. Und du siehst es hier schon, irgendeiner wird vierteiser mit den 40 Zeilen und hier ist der mit den 15 Arbeitsstunden. Und die beiden wären falsch, wenn du größer gleich schreibst. Also markiere dir diese Werte ganz besonders. Später, wenn du im Beruf bist, noch viel mehr. Weil wenn es da um ein paar tausend Euro geht, ist das mittelgut. Schreiben wir jetzt mal unsere Oder-Funktion. Und das erste ist, der Wert Arbeitsstunden soll größer als 15 sein. Und das zweite ist, der Wert verfasste Zeilen soll mehr als 40 sein. Nicht größer gleich, sondern gleich, größer. Also der würde freigestellt werden. Wir haben jetzt mit einem relativen Zellbezug gearbeitet. Also diese Zellen sind nicht mit F4 festgetackert, haben keine Dollarzeichen. Wenn du damit Schwierigkeiten hast, hier ein Video. Wir können das jetzt einfach kopieren. So, und jetzt siehst du, wer mitspielen darf und wer nicht. Und wir haben hier unsere 2 Testwerte. Der hier hat zwar 40 Zeilen verfasst, aber er hätte 41 haben müssen. Der freut sich sicher, wenn er deswegen nicht mit zum Essen darf, weil er eine Zeile zu wenig geschrieben hat. Und der hier und die hier hat auch zu wenig gemacht. Ja? Ja, und weil wahr falsch sich einfach ein bisschen kacke anhört, schreiben wir das mal ganz kurz in eine Wenn-Funktion. Und die grundlegende Überlegung dafür ist ja, wenn diese Sachen wahr sind, dann werden die freigestellt, sonst nicht. Also, wenn wahr, dann ja, sonst nein. Und so schreiben wir das. Ist gleich, wenn. Wahrheitstest ist dieses oder drum, was wir gerade geschrieben haben.
Und wenn das so ist, dann soll der einfach schreiben, ja. Textausgabe schreibe ich in Anführungszeichen. Jetzt bin ich schon im Wenn-Falschwert. Was zu Wenn, verlinke ich dir auch noch. Und sonst soll der Nein sagen. Also ja, dann schreibe ich das noch in die Mitte hier. Und dann ziehe ich das runter und dann sieht das nicht mehr ganz so kacke aus. Ja, wenn dir das Video was bringt, dann mach doch die ganzen YouTube-Sachen. Like, Comment, Sub, das hilft mir auch weiter. So, weiter geht's mit der Und-Funktion. Wir haben jetzt hier die Situation, wir machen eine Fußballmannschaft in der Schule und alle Schüler, die im Verein Fußball spielen und 12 oder älter sind, wichtig hier, 12 oder älter sind, werden in die neue Schulmannschaft berufen. Ich habe also zwei Kriterien. Das erste ist, die sind im Verein und die sind größer gleich 12. 12 oder älter. Also wir brauchen eine Und-Funktion. Ich schreibe die mal, ist gleich Und, Klammer auf. Das erste ist, aktiver Fußballer ist, ja. Die Textprüfung schreibe ich wieder wie die Textausgabe in die Anführungszeichen oder in die Gänsefüßchen. Unser erster Wahrheitswert ist daher, aktiver Fußballer, ja. Strichpunkt komme ich zum zweiten. Und der zweite ist gleich, die Spalte Alter ist größer oder gleich, also größer oder gleich, ist gleich da hinten, 12, Klammer zu. Ja, der ist im Verein und älter. Schauen wir mal, ob man hier, der ist im Verein, da hast du es wieder, der ist 12 und im Verein. Und der ist 13 und nicht im Verein. Ja, passt. Und der ist im Verein und 11 und der darf nicht mehr. Ja, und weil das wieder kacke ausschaut, schreiben wir das einfach nochmal ganz kurz in eine Wenn, damit es ein bisschen hübscher ist. Und es ist wieder das Gleiche. Wenn unsere Prüfung wahr ist, dann darf der in die Mannschaft, sonst nicht. Und das ist auch wieder, schreiben wir wieder ganz genauso. Ich muss da gar nicht das löschen, sondern ich schreibe das einfach außen rum. Wenn, Klammer auf, Wahrheitswert ist unsere Und-Funktion, Strichpunkt für den Dann-Wert und der Dann-Wert ist ja in Gänsefüßchen, weil Textausgabe, Strichpunkt, jetzt kommen wir im Sonst-Wert oder wenn es falsch ist und das ist Nein. Wir haben also wieder mit relativem Zellbezug gearbeitet. Ich kann das runterziehen, schreibe das wieder in die Mitte, damit es nicht kacke ausschaut. Und ja, die Und-Oder-Funktionen, gerade wenn die in Wenn sind, das hört sich immer ein bisschen komplex an, aber die Denkweise ist eigentlich immer gleich. Wenn du mal kapiert hast, was Und bedeutet und was Oder bedeutet und alle Werte sind wahr oder mindestens einer oder alle sind wahr, dann kannst du das auch ganz einfach in die Wenn-Funktion in den Wahrheitstest reinschreiben. Also, wenn was los ist, dann passiert was, sonst was. Ja, ich hoffe, das hat dir was gebracht. Ich wünsche dir viel Erfolg in Excel. Und wenn du noch ein bisschen Schwierigkeiten damit hast, schau, dass du ein paar Übungen machst. Das ist echt immer das Gleiche und da kommst du ja gut rein. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Servus.